Nee, bei Ihnen. Was, bei Ihnen? Ja, bei Ihnen. Halt deine Fresse, dann komm vorbei, Mann! Ja, nee, wieso? Ja, ich warte hier auf dich, komm! Ja, raste doch nicht aus, ich hab ganz normal bei ihm bestellt. Moin meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal etwas anderes als ein normales Minecraft-Video, denn heute gibt es ein Verarsche-Video quasi. Wir rufen nämlich heute Pizzerien an und verarschen die ein bisschen. Und mit dabei habe ich natürlich den Felix. Ja, hallo. Hi. Ich denke mal, ein Like würde da schaffen, hoffe ich jedenfalls, ne? Ein Like, komm. Ein Like ist schon machbar. Das ist machbar auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fangen dann mal an. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Moin. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Kann ich bei Ihnen eine Pizza bestellen und die dann abholen? Ja. Kann ich mir die zusammenstellen selber? Ja, ein bisschen. Und zwar, ich hätte gerne eine XL-Pizza, also eine große Pizza. Nein, machen wir nur eine große, normale. Ja, dann eine große, normale Pizza. Dann ganz normal Salami drauf. Ja. Mit extra Käse am besten. Dann noch Kaugummis. Ja. Okay. Dann noch ein Fruchtzwerg am besten. Ein Fruchtzwerg. Lachs. Genau, ja. Ja. Und dann noch am besten Nikolaus drauf. Nikolaus. Ja, oder haben Sie das nicht? Nein. Ach so, okay. Und ich hätte ganz gerne noch einen Lebkuchen, wenn Sie das haben. Haben wir nicht. Dann vielleicht haben Sie noch Dominosteine? Ja. Okay. Dann hätte ich ganz gerne noch den Weihnachtsmann drauf. Oh Mann, aufgelegt. Oh Mann. Wie lange du mit dem geredet hast. Hallo, guten Tag. Kann ich bei Ihnen eine Pizza zum Abholen bestellen? Ja, bitte. Ja, dann würde ich gerne einen Salat. Ein Gemüsesalat? Ja, richtig. Okay. Warte einen Moment. Ja, und dann noch eine Pizza. Ja, wer? Ja, eine Pizza, bitte. Ja, mit Salami und? Ja, ja, und, ja. Und dann tun Sie den Salat einfach auf die Pizza drauf. Wie bitte? Und den Salat, den tun Sie auf die Pizza drauf. Mit aber das ist ein Erfunden von uns. Wir essen die Personal das. Wir die Personal essen das immer. Die Salate immer in die Pizza. Ja, was ist daran so lustig? So, so macht man das nicht. Ich habe gedacht, das essen wir nur. Nee, dann mögen Sie ja bestimmt auch einen Apfel. Dann können Sie da vielleicht noch so einen geschälten Apfel drauf tun. Nein, leider haben wir keine. Ah, Sie haben keinen Apfel? Oh, ich esse meine Pizza immer so gerne mit Apfelmus. Und Zimt. Ja. Oh Gott. Oh. Alter, das schmeckt doch lecker. Ja, ich glaube Ihnen, aber leider habe ich keine. Nee, kein Apfel. Haben Sie denn so eine Birne da oder eine Banane? Nein, wir arbeiten nicht mit dieser Sache, weißt du? Oh, das tut mir leid. Da komme ich jetzt gleich bei Ihnen vorbei, bringe einen Apfel und eine Banane mit und dann machen wir das. Also bis gleich. Genau, ich warte Ihnen. Okay, okay, bis gleich. Tschüss. Danke, ciao. Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich einfach ganz aus Zufall eine Person finde, Leute. Ich habe jetzt eine Person gefunden, die einfach eine Pizza mit Salat oben drauf isst. Die nimmt sich also eine Pizza, macht die, tut dann sich einfach Salat drauf. Alter. Das ist mega, mega strange. Das ist mega eklig. What the fuck? Ja, schönen guten Tag. Kann ich bei Ihnen eine Pizza bestellen und die dann gleich abholen? Gleich nicht, in 20 Minuten. Okay, in 20 Minuten halt. Ja. Und zwar, ich hätte ganz gerne, also erstmal eine große Pizza. Ja. Dann mit Salami drauf. Können Sie mir aber die Salamischeiben in Herzchenform machen? Nee, leider nicht. Also die sind dann nur rund oder wie sind die? Okay, ja, egal. Dann haben Sie noch, also können Sie mir da noch extra Käse draufpacken? Ja. Können Sie mir da noch aus dem Auspuff gepopptes Popcorn drauf tun? Aus dem was? Aus dem Auspuff gepopptes Popcorn. Achso, okay. Ich glaube, du bist falsch verbunden. Wir machen sowas nicht. Popcorn? Was für Popcorn? Wir haben hier keinen Popcorn. Ja, dann haben Sie vielleicht Dominosteine oder so? Nee, willst du mich verarschen oder was? Ja, eigentlich schon. Wen wolltest du erreichen? Den Weihnachtsmann. Ja, ich geb dir gleich Weihnachtsmann. Warum? Also, wie geht was das? Los? Willst du mich hier verarschen wie, was oder los? Was? Ja, nee. Genau. Wir wollen Sie verarschen. Ja, genau. Ja, dann komm also, vorbei. Ja, aber dann können wir Sie ja nicht verarschen. Weil wir machen ja gerade eine Telefonverarsche. Ja, ich würde sagen, den... Rufen wir direkt rufen dann nochmal an. Ich würde sagen, du rufst dann an. Ja. Nicht so ein Problem, oder? Nee, hallo, ich habe nämlich eine Pizza bei ihm bestellt und da war jetzt ein Ziegelstein drauf. Was für ein Ziegelstein? Ja, auf der Pizza und da wollte ich mich jetzt mal beschweren. Ja, beschwer dich. Ja, und zwar auf ihrer Pizza. Ich habe eine Salami-Pizza bestellt und wollte die abholen. Und ja, als ich die dann genommen habe, war da halt so ein Ziegelstein drauf. Ja, du hast woanders bestellt, nicht hier. Nee, bei Ihnen. Was, bei Ihnen?
Ja, weil halt deine Fresse, dann komm vorbei, Mann! Ja, nee, wieso? Ja, ich warte hier auf dich, komm! Ja, raste doch nicht aus, ich hab ganz normal bei ihm bestellt. Wie der rumgeschrien hat. Ich muss mir jetzt gerade vorstellen, wie er einfach mal vor dem Telefon das Telefon anschreit. Nicht mehr normal. Wir haben es 22.15 Uhr. Bitte rufen Sie in 15 Minuten nochmal an. Danke. Und halten Sie die Fresse jetzt! Sorry. Italia, hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Ich würde gerne bei Ihnen eine Pizza bestellen. Ja, was hätten wir gern? Was für Pizza? So, und zwar hätte ich dann gerne eine, ja, große. Eine große Pizza mit... Ja, tut mir leid. Mit Hustenbonbons. Ja? Echt? Gut. Ja, kein Problem, also, wir können sogar mit was anderes machen, das ist kein Problem. Wir haben auch hier Mandel, Süßigkeiten, alles mögliche. Und das können Sie da auch drauf tun. Ja, aber ich möchte mit Hustenbonbons. Hustenbonbons, arme Hustenbonbons da. Will eine Pizza mit Hustenbonbons? Ja. Okay, wo geht es hin? Mach mal, das ist kein Problem, mach mal alles hier. Zum Abholen. Sie holen selber ab? Ja, vielleicht. Wenn ich nicht du wegen bist es, oder Sascha? Wie bitte? Ich, Weltstrand? Sascha. Ja, ich bin's, der Sascha, ja. Du hast mich ertappt. Ich dachte, ich veräpple dich so ein bisschen. Ja. Ja. Und was möchtest du gern? Ah, oh, nee, nichts. Ich wollte dich nur veräppeln. Du bist ja nicht nochmal. April, April. April, April im Dezember. Ja, das geht doch auch. Mach's gut, gell? Ja, mach's gut, tschüss. Ciao. WTF, Alter. Alter, der denkt einfach, ich bin so ein Sascha. Bestimmt ist das so ein Stammkunde. Und ja, Mann. Oh, Mann. Okay, Leute. Ich würde sagen... Was willst du sagen? Gebt diesem Video ein Like oder ihr könnt... Halt einfach die Fresse, okay. Leute, ich würde sagen, damit ist das Video beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall beim Felix vorbei, da haben wir auch ein paar Videos aufgenommen. Würde mich freuen, würde ihn freuen. Und dann sehen wir uns einfach... Was hast du gesagt? Nichts. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.